Hallo Slotblock-Freunde, heute ist es soweit. Wir schauen uns endlich mal NSR-Autos an, beziehungsweise ein spezielles, den Abarth 500 Assetto Corse. Den gibt es aktuell in drei Farbvarianten, Silber, Schwarz und Rot, jeweils mit dem Martini-Sponsor aufgedruckt. Und diese Varianten sind jetzt aktuell zum Zeitpunkt des Videos. Es gab vorher schon etliche andere Farbvarianten. Und dieses Auto ist jetzt ein Auto, wenn man sich das so optisch anschaut, als Slotcar, von den Abmessungen, von der Höhe, von der Breite, denkbar ungeeignet eigentlich für ein Slotcar. Es ist hoch, es ist schmal und sieht so aus, als ob es gleich in der Kurve rauskippt. Aber ich habe mir sagen lassen von NSR, selbst auch, dass dieses Auto saugut funktioniert, und genau das möchte ich jetzt in diesem beziehungsweise im nächsten Video, wenn es dann auf den Tracktest geht, gleich mal ausprobieren. Also Kanal gleich abonnieren, dass ihr den Tracktest im Folgevideo dann nicht verpassen könnt. Die Autos findet ihr im Slotblock Shop. Mit der Bestellung könnt ihr den Kanal hier unterstützen. So, was machen wir heute? Wir schauen uns mal so ein Auto an. Ich werde mir den roten aussuchen. Die Farbe Rot bei mir in der Sammlung noch ziemlich schwach vertreten. Deswegen nehme ich den roten, hat sonst keine andere Bewandtnis. Wir gehen gleich in die Detailaufnahmen, schauen uns das Auto mal unter der Haube an, mal schauen, wie das so aufgebaut ist, wie es mit dem Gewicht aussieht, und dann werfen wir noch einen Blick in den Katalog rein, ob wir da noch irgendwelche Hinweise finden, die wir verwerten können, beziehungsweise vielleicht finden wir auch schon das ein oder andere Tuning-Teil. Aber beim nächsten Tracktest, da geht es erstmal darum, wie schlägt sich das Auto mit Bordmitteln auf der Carrera-Bahn und auf der Vereinsholzbahn, auf der ich sonst auch immer teste, bei der Slot Connection e.V. Also jetzt aber Schluss mit langen Reden hier im Studio, ab in die Detailaufnahmen. Der Abarth 500 von NSR ist im Maßstab 1 zu 32 und ist im Lieferzustand erstmal ein analoges Slotcar. Wir schauen uns zunächst einfach mal die Optik an. Fangen wir vorne an. Hier in Schwarz unten schaut das Fahrwerk etwas weiter raus als die Karosserie. Die Karosserie dann in Rot lackiert, wunderschön lackiert. Alle Werbeaufdrucke sind perfekt aufgebracht. Von dem her gibt es hier überhaupt nichts zu beanstanden. Werfen wir einen Blick auf die Details vorne. Wir haben Lampengläser, dahinter verbirgt sich aber keine Beleuchtung. Wenn man Beleuchtung im Fahrzeug haben möchte, dann muss man hier nachträglich basteln. Die Seitenspiegel sind aus Plastik, sind fest verklebt, also keine flexiblen Spiegel, und somit besteht hier natürlich die Gefahr des Abbrechens. Die Scheibenwischer sind mattschwarz lackiert, sind aber keine extra Teile, sondern sind Bestandteil der Windschutzscheibe. Von der Seite aus gesehen sehen wir die Fahrerfigur. Das ist die Einheitsfahrerfigur, die findet man bei NSR in eigentlich allen Fahrzeugen. Hier im Fahrzeug sitzt sie aber sauber drin, hat das Lenkrad ordentlich in der Hand. Auch hier gibt es überhaupt nichts zu beanstanden. Details wie Aufdrucke auf dem Armaturenbrett findet man aber bei NSR nicht. Wenn wir einen Blick auf die Räder werfen, dann fallen uns schon mal zwei Sachen auf. Zum einen haben wir Alufelgen verbaut, zum anderen haben wir schöne Felgeneinsätze. Dahinter kein Bremssattel oder keine Bremse zu sehen, sondern einfach nur Alufelge und dieser schwarze Felgeneinsatz. Werfen wir einen Blick aufs Heck. Hier sehen wir in Silber angedeutet die Auspuffanlage, und alles, was wir hier jetzt in Schwarz sehen, ist kein Teil der Karosserie, sondern Teil vom Fahrwerk. Sehen wir dann, wenn wir auseinanderbauen. Hier haben wir dann noch einen Luftauslass an der Seite links und rechts. In Rot dann kaum zu sehen, bei dem rot lackierten Modell hier die Rücklichter. Auch hier natürlich keine Leuchtdiode dahinter verbaut. Oben im Heck in mattschwarz lackiert der Heckspoiler des Abarth 500. Schrauben wir jetzt das Auto mal auf, und dazu gehen wir jetzt erst noch mal ans Heck. Wir sehen hier ein schwarzes Plastikteil. Und dieses schwarze Plastikteil sorgt im Heck dafür, dass ich eine Verbindung habe zwischen der Karosserie und dem Fahrwerk. Wenn wir das Auto umdrehen, dann finden wir im Heck Bereich keine Schraube, die die Karosserie mit dem Fahrwerk verbindet. Die ersten Schrauben, die uns dann ins Auge fallen, sind die drei silbernen. Die silbernen Schrauben hier verbinden aber nicht Karosserie und Fahrwerk, sondern die verbinden schwarzes Fahrwerksteil mit dem Motorträger, hier in Rot zu sehen. Die eigentlichen Schrauben, die wir jetzt lösen müssen, verbergen sich hier vorne, sind zwei Stück. Die müssen wir rausdrehen und können dann Karosserie vom Fahrwerk trennen. Wenn wir schon auf der Unterseite sind, schauen wir uns gleich noch die Schleifer an. Wir haben hier Kupferschleifer, die nicht verzinsen. Den Standard Lightkeel von NSR, den kann man nach oben schieben und der federt dann nach unten wieder aus. Antriebsform, Motor parallel zur Hinterachse. Das verrät uns, wir haben hier eine Sidewinder Antriebsform. Der Motor, der verbaut ist, ist der Shark Evo. Der dreht 21.900 Umdrehungen bei 12 Volt.
Nach dem Lösen der beiden Schrauben kann man Karosserie und Fahrwerk voneinander trennen. Und wir sehen hier im Heck nochmal diesen Haken, der hier einrastet in das Heck der Karosserie. Hintere Haltung damit erledigt, vordere, wie gesagt, mit den zwei Schrauben erledigt. Bleiben wir zunächst noch bei der Karosserie. NSR ist dafür bekannt, Slotcars zu bauen mit hoher Performance, und das sehen wir jetzt hier auch. Es wird halt hier bei NSR ein Kompromiss gegangen zwischen einigermaßen guter Optik und Leichtbau, und dadurch ergeben sich dann hier so Kompromisse. Man sieht jetzt beim Beifahrer, da ist einfach nichts, man kann komplett durchschauen. Umgekehrt, wenn man von außen ins Slotcar reinschaut, kann man natürlich hier durch aufs Fahrwerk schauen, spart natürlich Gewicht, hat aber dann halt in der Optik diese kleine Einschränkung, dass wir ein Loch im Inlay haben. Der Fahrer, der ist gut ausgebildet, bis zum Knie ungefähr. Mehr wird man von oben eh nicht sehen, also hier ist jetzt kein Problem in der Optik, da geht nichts verloren. Das Inlay ist im Lieferzustand nicht aus Lexan, sondern das hier ist Plastik. Gehen wir mit der Karosserie kurz auf meine Waage. Die zeigt mir 17,7 Gramm. Angegeben auf der Website von NSR sind 17,5 Gramm. Aber ich denke, damit können wir leben. Alles gut, also eine sehr leichte Karosserie. Wiegen wir das Fahrwerk mit den beiden Schrauben, die wir vorne für die Karosseriebefestigung brauchen. Hier kommen wir auf 52,4 Gramm. Jetzt die Karosserie noch drauf und wir haben das Gesamtgewicht. Wir sind ja ziemlich genau eigentlich bei 70 Gramm, etwas drunter. Also es ist ein sehr leichtes Auto und wir müssen dann schauen, wie sich das auf der Bahn dann auswirkt. Wenn wir schon bei den technischen Daten sind, dann schauen wir uns gleich auch noch die Breite an vom Fahrzeug. Das sind 56,5 mm. Die Höhe des Autos, also bis zum Dach unserer Kugel, sind 47 mm. Die Länge beträgt 120,8 mm. Dann fehlt uns noch der Radstand, also Mitte Vorderachse bis Mitte Hinterachse. Das sind 73,5 mm. Und jetzt wird es noch technischer. Wir schauen uns das Fahrwerk an. Das Wichtigste für uns Slotracer eigentlich. Wir fangen an von vorne und arbeiten uns nach hinten durch. Wir sehen vorne in weiß den Leitkiel. Die Kabel im Leitkiel sind mit Leitkiel-Steckhülsen mit dem Schleifer verbunden, also miteinander verpresst. Die Kabel sind unterhalb der Vorderachse durchgeführt und uns fällt vorne am Leitkiel noch auf, dass hier keine Feder verbaut ist. Der Leitkiel fällt einfach hier durch die Schwerkraft nach unten. Man sieht hier, dass im Lieferzustand es schon so leichtgängig ist, dass der Leitkiel auch wirklich nach unten fällt und hier kein Problem in Form von irgendeiner Schwergängigkeit vorliegt. Die Kabel kommen von unten leider auch hier an die Achse ran, aber wir haben Möglichkeiten dann das zu ändern, dass in dem Fahrwerk die Möglichkeiten unten die Kabel einzuklemmen. Das machen wir dann im nächsten Video, wenn wir das Auto vorbereiten für den Tracktest. Die Vorderachse, die ist pendelnd gelagert. Man kann die Vorderachse weder in der Höhe noch im Anschlag einstellen. Also man sieht hier keine Möglichkeit, Gewindestifte einzudrehen, wie man es von anderen Autos kennt oder auch von anderen Herstellern. Das ist bei diesem Abarth 500 nicht der Fall. Das nächste große Teil, das wir sehen, ist in Rot der Motorträger. Und hier sehen wir einen Magnet. Im Urzustand steckt dieser Magnet so nah wie möglich am Motor, also so weit im Heck wie nur möglich. Damit können wir dann auch experimentieren und uns interessiert natürlich auch, wie wird sich das Auto mit der hohen Karosserie, mit seinen 47 mm Höhe ohne Magnet schlagen. Im Lieferzustand ist der Motorträger hier, man sieht es, nicht fest verschraubt. Also die Schrauben an diesen drei Punkten sind nicht ganz angezogen. Das ist kein Fehler, sondern genau das will man erreichen. Der Motor mit der Hinterachse kann arbeiten. Ich habe hier einen Wackel im Auto, den haben wir schon oft angesprochen, sorgt für ein stabileres und ruhigeres Fahrverhalten. Inwieweit sich das bemerkbar macht, wenn ich die Schrauben mal fester ziehe oder vielleicht sogar noch lockerer, würde ich sagen, das probieren wir im Tracktest auch aus. Also im Moment ist es so, dass sich der Motor und Achsträger sowohl hier in Fahrtrichtung bewegen lässt, aber auch seitlich. Die Kabel sind geführt hier direkt auf dem Motor verlötet. Wir sehen keine Entstörkondensatoren oder ähnliches. Schauen wir uns noch das Getriebe an. Hier haben wir am Motor 11 Zähne und wir haben hinten auf der Hinterachse auf dem Spurzahnrad 32 Zähne, also 11 zu 32. Was mir die ganze Zeit schon aufgefallen ist, immer wenn man das Fahrwerk platziert, wir haben einen ziemlich starken Magnet. Der zieht das Auto natürlich nach unten, aber die Reifen hier hinten, die haben auch
ordentlich Grip. Also man merkt das, wenn ich das Auto hier versuche zu schieben, ich muss hier ziemlich viel Druck aufs Rad geben, dass sich's überhaupt bewegt. Und man spürt, dass diese Kraft, die ich hier überwinden muss, nicht nur vom Magnet kommt, sondern wirklich auch von dem weichen Reifen hier hinten auf der Hinterachse. Also das ist sehr vielversprechend, gerade für die Plastikschiene. Das müsste richtig gut funktionieren. Was fehlt uns jetzt noch? Ein Blick auf die Lager. Vorne sind keine Lager verbaut. Die Vorderachse, die läuft einfach auf dem Kunststoff im Fahrwerk. Ist jetzt nichts geölt, aber man sieht, dass es eigentlich sehr leichtgängig ist und das, obwohl von unten das Kabel an die Achse hinkommt. Die Hinterachse läuft in Gleitlagern. Auffallend ist noch, dass keine Distanzen hier verbaut sind auf der Seite des Getriebes. Auf der anderen Seite ist eine kleine Distanz zwischen der Felge und dem Gleitlager. Vorne auf der Achse sind keine Distanzen verbaut. Ich habe hier minimal spielen nach links und rechts drauf. So ist auch ausgeschlossen, dass die Alufelge auf dem Fahrwerk schleift beim Fahren. Also deswegen läuft die Vorderachse auch leichtgängig. Zu guter Letzt möchte ich euch noch was im Katalog zeigen. Auf der linken Seite nochmal die drei Farbvarianten. Dann gibt es hier eine Version in Weiß, also zum Selbstlackieren. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass es Tuningmöglichkeiten bei NSR gibt, die man bei anderen Herstellern nicht immer findet. Wir können unser Fahrwerk verändern. Man sieht jetzt hier die verschiedenen Autos, die es von NSR gibt. In der letzten Zeile oder vorletzten Zeile finden wir unseren Abarth 500. Und hier sehen wir jetzt, dass es dieses äußere Teil des Fahrwerks in verschiedenen Farben gibt. Und diese Farben haben keinen optischen Grund, ja auch einen optischen, einfach um die zu unterscheiden. Aber der eigentliche Unterschied liegt darin, wie hart diese Teile sind. Wir schauen mal nach. Das Schwarze, das ist medium hart. Blau ist dann weich, grau und grün ist hart. Dann gibt es noch ein gelbes, das ist nochmal um 30% im Gewicht reduziert. Das ist aber nicht verfügbar für unseren Abarth 500. Gleiches Prinzip gilt dann für unseren Motorträger. Den haben wir hier in Rot im Katalog. Sehen wir dann für den Abarth 500. Da gibt es diesen Motorträger auch in 5 Varianten. Rot ist extra hart, dann gibt es Medium, Hart, Extra Light und Soft. So, das heißt für uns, für hier außen gibt es 5 verschiedene Varianten und es gibt 5 verschiedene Motorträger. Und jetzt geht's los. Ich kann die natürlich nach Belieben kombinieren und ausprobieren. Und dann kann ich noch mit verschiedenen Verschraubungen experimentieren. Und allein mit diesen Möglichkeiten kann man sich schon mal stundenlang, wenn nicht Tage oder Wochen lang, beschäftigen. Diese ganzen Möglichkeiten führen jetzt aber noch zu weit. Wir wollen erstmal einen Tracktest machen mit diesem Lieferzustand und das ist dann das Thema des nächsten Videos. Somit haben wir alle Details jetzt durch. Video zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Abonniert den Kanal, schaut im Shop vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Bis dahin viel Spaß beim Slotracing, Basteln und Tunen. Euer Roland von slotblog.de. Tschüss.